Der viertgrößte Inselstaat der Welt besteht aus einer Kette mit vielen Inseln. Fast 6.800 Inseln gehören zu Japan. Die Hauptstadt heißt Tokio. In Japan sind noch viele Vulkane aktiv, deshalb lebt es sich hier nicht ganz ungefährlich. Lange Zeit lang lagen die Inseln abgeschottet vom Rest der Welt, sodass sich hier eine eigene Kultur mit Traditionen und Gebräuchen entwickeln konnte. In Japan trägt man ein Kimono, meint Mangas oder isst rohen Fisch. All das ist typisch für Japan. Flagge Japan. Der rote Kreis steht einerseits für die Sonne. Pon bedeutet in japanischen Sonne. Gleichzeitig steht es auch für den japanischen Kaiser, den man Tenno nennt. In ihm sehen die Japaner einen Nachfolger der Sonnengöttin. Wo liegt Japan? Japan liegt in Nordostasien, ist der viertgrößte Inselstaat der Welt und besteht aus einer Inselkette mit einer Länge von 2500 Kilometern. Diese Insel liegt vor der Pazifikküste Ostasiens, wie du auf der Karte erkennst. Fast 6800 Inseln gehören zu dieser Inselkette. Vier dichte nebeneinander liegende Inseln bilden den japanischen Staat und sind die Hauptinseln des Landes. Hier leben die meisten Japaner. Diese Inseln heißen Hokkaido, Honshu, Kyushu und Shikoku. Die meisten anderen Inseln Japans sind gar nicht bewohnt. Tokio, die Hauptstadt, liegt auf der Insel Honshu. Wenn du die Länge der Küsten zusammenzählst, kommst du auf 30.000 Kilometer. Japan ist in etwa so groß wie Deutschland, doch leben hier sehr viel mehr Menschen, ca. 127 Millionen Menschen. In Deutschland wohnen ca. 80 Millionen Menschen. Tokio befindet sich im Herzen des japanischen Inselstaates auf Honshu, der größten und bevölkerungsreichsten Insel Japans. Sie hieß früher Hondo und bildet das sogenannte Hauptland mit den Inseln Shikoku, Kyushu und Hokkaido im Norden. Dort leben etwa 25.000 Ainu, die Nachfahren der vor 10.000 Jahren eingewanderten Ureinwohner des Archipels. Japan ist 380.000 Quadratkilometer groß, über 2.500 Kilometer lang und besteht aus etwa 6.800 Inseln. In Japan überlagern sich drei tektonische Platten. Die Eurasische Platte im Westen und Norden, die Philippinische Platte im Süden und die Pazifische Platte im Osten. Japan ist eins der erdbebenreichsten Gebiete der Erde, was für das Alltagsleben von großer Bedeutung ist. Nächste Woche werden wir einen japanischen Seismologen zu Gast haben. Der Inselstaat liegt auf dem berühmt-berüchtigten Pazifischen Feuergürtel. Und dort befinden sich 10% der weltweiten aktiven Vulkane, darunter der berühmte, zurzeit untätige Fuji-san, der höchste Berg Japans. Aufgrund seiner Lage im Nordwestpazifik liegt Japan auch auf dem Weg der Taifune, die im Herbst im Zentrum des Pazifischen Ozeans entstehen. Das japanische Wort Taifu bedeutet großer Wind. Die Natur meint es also nicht allzu gut mit dem Land. Wie kommen nun seine Bewohner damit klar? Die vulkanischen Phänomene haben dazu geführt, dass Japan um zentrale Berge herum besiedelt wurde, die größtenteils von Wald bedeckt sind. Die Ebenen machen nur 25% des Staatsgebietes aus und teilen sich auf in landwirtschaftliche, städtische und industrielle Gebiete. Die Bevölkerungsdichte ist mit durchschnittlich 330 Einwohnern pro Quadratkilometer ziemlich hoch, aber nicht überall gleich. Sie beträgt unter 100 auf Hokkaido und über 1000 im Südosten. Dort liegen die Hauptstadt Tokio, Nagoya und Osaka. In diesen Megastädten lebt fast die Hälfte der 127 Millionen Japaner. Dort befinden sich auch die beiden großen Wirtschaftszentren des Landes. Die Kanto-Ebene um Tokio, Kawasaki und Yokohama. Und die Kansai-Region, das historische Zentrum des Landes mit den Städten Nara, Kyoto und Osaka.
Seit 1964 sind beide Regionen miteinander und mit dem Rest des Landes von Fukuoka bis Morioka durch den japanischen Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen verbunden. Parallel zum Eisenbahnnetz verlaufen Autobahnen, meistens im Landesinnern, da die Küste sehr verbaut ist. Lediglich Hokkaido im Norden und Shikoku im Süden sind nicht an das Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen. Natürlich lässt sich nicht alles mit der geografischen Lage eines Landes begründen, aber trotzdem prägt die Tatsache, auf einer Insel zu leben, die Identität der Bewohner. Und es ist nicht leicht, aus einer Inselgruppe einen einheitlichen Staat zu machen, denn es gehört viel Raumplanung dazu. Man darf dabei nicht vergessen, dass es in Japan keine Bodenschätze gibt, außer Steinkohle. Japan ist vor allem reich an Wasser. An Süßwasser? Die hohen Niederschläge und die zahlreichen Flüsse kommen den Wäldern und vor allem der Bewässerung der Reisfelder zugute. Und an Salzwasser. Aufgrund der Insellage hat sich dort eine maritime Kultur herausgebildet. Die japanische Sprache. Die meisten Japaner sprechen Japanisch. Woher das Japanische genau kommt, ist noch gar nicht so recht geklärt. Allerdings ähnelt das Japanische dem Koreanischen, so dass man von einer Verwandtschaft der beiden Sprachen ausgeht. Wahrscheinlich war eine gemeinsame Sprache der Ursprung beider Sprachen. Die japanische Sprache war zunächst nur eine gesprochene Sprache und wurde wohl erst im 7. Jahrhundert aufgezeichnet. Die Schrift hat man aus dem Chinesischen ausgeliehen. Heute schreibt man der Tradition nach in Spalten, aber es gibt auch Schriften, die wie bei uns von links nach rechts verfasst wurden. So klingt übrigens Japanisch. Hier liest eine Japanerin einen kleinen Ausschnitt aus einer Geschichte vor. Gerda war tsukarete shimai, mata yasumanakereba narimasen deshita. Chōdo soko e ichiwa no ookina karasu ga pyon pyon yatte kimashita. Shibaraku jitto shite Gerda o mitsume, atama o futte imashita ga yagate kou iimashita. Ah! Ah! Konnichiwa! Konnichiwa! カラスはたった一人でどこへ行くのかと尋ねました。ゲルダはそこでカラスに自分の身の上のことをすっかり話し、貝を見なかったかと尋ねました。するとカラスはひどく真面目に考え込んで、こう言いました。あれかもしれない、あれかもしれない。え、知ってるの？とゲルダは大きな声で言って、カラスを乱暴に、それこそ息の止まるほど抱きしめました。Japanische Küche. Wie in fast allen Ländern Asiens ist der Reis auch in Japan das Hauptnahrungsmittel und gehört zu jedem Familienessen dazu. Der gekochte Reis nennt sich Hana oder Meshi. Da Japan ja mitten im Meer liegt, ist der Fisch ein weiteres Hauptnahrungsmittel. Im Unterschied zu anderen asiatischen Küchen werden in Japan sehr viel weniger Gewürze eingesetzt. Auch auf das ansonsten übliche Öl verzichten japanische Köche weitgehend. Überhaupt belässt man in Japan alle Zutaten möglichst weitgehend in ihrem ursprünglichen Zustand und beschränkt sich bei der Zubereitung des Essens auf das Notwendigste. Die Japaner legen großen Wert darauf, dass das Essen lecker angerichtet wird. So ist das Anrichten der Speisen oft eine Kunst. Typisch Japan. Die Miso-Suppe gehört zu den wichtigen japanischen Gerichten. Als Einlage zur Miso-Suppe wird oft Gemüse, aber auch der in Japan sehr beliebte Tofu verwendet. Miso ist eine Paste, Tofu eine Art Quark aus Sojabohnen. Beliebt ist Algensalat, der lecker schmeckt, auch wenn er vielleicht nicht so ausschaut. Außerdem sind Algen sehr gesund. Häufig wird ein spezieller Teig zubereitet, der Tempura-Teig, der aus Eiern, Mehl und Wasser zubereitet wird. In diesen Teig gibt man Fisch oder Gemüse und frittiert das Ganze. Dazu werden die ebenfalls sehr beliebte Sojasauce und Ingwer gereicht. Was ist Sushi? Vielleicht hast du auch schon einmal von Sushi gehört? Das ist Reis, der zum Beispiel mit rohem Fisch gereicht wird. Das Ganze wird in kleinen Portionen angerichtet, die man sich direkt in den Mund stecken kann. In Japan mögen schon die Kinder Sushi. Übrigens sind Sushi in Japan gar kein Alltagsgericht, sondern werden zu besonderen Anlässen gereicht. Und es gibt auch vegetarische Sushi, die mit Gurken oder Avocado gefüllt werden. In was glaubt man in Japan?
Die meisten Japaner sind Anhänger des Buddhismus und des Shintoismus. Der Shintoismus ist eine Naturreligion, die es fast nur in Japan gibt. Seine Anhänger verehren die Natur und gleichzeitig auch viele Götter. In der Praxis mischen sich diese beiden Religionen oft miteinander. Sie gehen Japaner in die für den Buddhismus typischen Tempel, besuchen aber auch shintoistische Schreine. So mancher Japaner kann die Frage, ob er nun Buddhist oder Shintoist sei, gar nicht eindeutig beantworten. Was ist Karate? Karate setzt sich aus den japanischen Wörtern Kara, was Le heißt, und He, dem japanischen Wort für Hand, zusammen. Der Name weist schon darauf hin, dass in dem Sport keine Waffen eingesetzt werden, die Gegner stehen sich also mit leeren Händen gegenüber. Karatekämpfer werden Karateka genannt. Das Karate wird in drei Bereiche unterteilt. In der Grundstufe Kion werden zunächst die verschiedenen Stoßschlag- und Beintechniken sowie Abwehrtechniken und Körperhaltungen gelernt. In der nächsten Stufe Kata übt man diese Grundtechniken entweder allein oder in einer Gruppe in bestimmten Reihenfolgen. Es gibt 26 verschiedene Katas. In der dritten Stufe schließlich Kumite werden mit einem Partner die verschiedenen Angriffs- und Abwehrtechniken trainiert. Damit man den Gegner aber nicht verletzt, stoppt man den Angriff kurz vor dem Auftreffen ab. Wenn einem Karateke dies in einem Wettkampf nicht gelingt, kann er sogar disqualifiziert werden. Karate bedeutet also nicht einfach, Bretter zu zerschlagen, Kraft anzuwenden und andere zu verletzen. Man bekommt dadurch Selbstvertrauen, hat eine schnellere Reaktion und man kann sich besser konzentrieren. Wie sieht Japan aus? Japan besteht zu einem großen Teil aus Hochgebirgen. Wenn man es genau nimmt, ist Japan nichts anderes als ein Hochgebirge, das aus dem Meer rausguckt. Diese Gebirge verlaufen von Nordosten bis Süden. Auch dies kannst du gut auf der Karte oben erkennen. Der höchste Berg ist der Fuji mit 3776 Metern. Dieser liegt wie die Hauptstadt Tokio auf der japanischen Insel Honshu, ganz in der Nähe von der Hauptstadt. Dieser Berg ist ein Vulkan. Ebenen machen nur ein Viertel des Landes aus. Aus diesem Grund verfügt Japan auch nur über geringere Flächen für landwirtschaftliche Nutzung. Alle anderen Flächen sind Gebirge oder sogar gebirgig. Drei Gebirgsketten durchziehen Japan. Man nennt diese auch die japanischen Alpen. Klima Japan. Die japanische Inselkette erstreckt sich über 30.000 Kilometer von 45 Breitengrad im Norden bis zu 20 Breitengrad im Süden. Aus diesem Grund herrscht in Japan ein ganz unterschiedliches Klima. Auf der nördlichen Insel Hokkaido ist das Klima kaltgemäßig. Das bedeutet, im Winter können die Temperaturen unter die 0-Grad-Grenze fallen und es schneit manchmal. Im Süden sieht alles anders aus. Hier ist das Klima subtropisch. Am regnerischsten ist die Zeit zwischen Ende Juni und Anfang Juli. Im Süden fällt auch schon einmal monsunartiger Regen. Vor allem im Spätsommer toben Tofüne durch die Region. Hiervon sind alle die südlichen und südwestlichen Regionen betroffen, da die im Pazifik entstehenden Wirbelstürme weiterziehen. Das japanische Wort für Taifu bedeutet so viel wie großer Wind, womit der Taifun schon ganz gut beschrieben wäre. Manchmal wird dann aus einem großen Wind ein sehr großer Wind. Erdbebengefahr. In Japan treffen drei tektonische Platten aufeinander. Die Eurasische Platte im Westen und Norden, die Pazifische Platte im Osten und die Philippinische Platte im Süden. Dies hat für Japan Folgen. Japan ist eines der Länder mit den meisten Erdbeben der Welt. Der Inselstaat liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuergürtel. Circa 1000 Erdbeben pro Jahr werden hier gemessen, wobei es sich auch um viele Beben mit geringerer Stärke handelt. 10 von 100 japanischen Vulkanen sind nämlich noch aktiv und können jederzeit ausbrechen. Der höchste Berg des Landes ist der Fiji, ist ebenfalls ein Vulkan. Der Fiji ist zwar noch aktiv,
Doch die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs wird als sehr gering eingestuft.